Nachdem wir einen der momentan 4 spielbaren Charaktere ausgewählt haben, wuseln wir uns mit der inzwischen mehr als bekannten Pfeilsteuerung durch ein lineares 3D-Level. Sprich, wir können nicht nur nach vorn und nach hinten, sondern auch nach rechts und links und hüpfen. Was wir übrigens mit der Leertaste erledigen. Durch die Tasten Q, W, E und R lösen wir 4 verschiedene Angriffe aus. Einen schnellen schwachen, einen langsam starken, einen vom Charakter abhängigen Spezialangriff und einen Granatenwurf. Letztere sind durch Granaten limitiert und die müssen aufgesammelt werden. Diese Aktion wird mit der Taste A betätigt. Andere Items sind Medikits, die sofort wirken und welche, die wir per Tastendruck verbrauchen. Die Gegner sind allesamt spannend geskriptet und laufen nicht einfach nur auf den Spieler zu und greifen an, sondern haben alle dazu noch ihre Eigenarten. Die WBFs zum Beispiel legen Minen, die nach einer gewissen Zeit explodieren. Und der Viking lädt erst einmal kurz auf und zeigt in die Richtung, in die er schießt. So hat der Spieler wenigstens kurz Zeit, um auszuweichen. Interessant ist auch der Kampf gegen die minenlegende Drohne, welche man durch geschickte Kombinationen von Springen und Schießen ausschalten muss. Am Ende steht ein Kampf gegen den Minitor an. Der ist in Phasen aufgeteilt und kann ganz schön schwierig werden, vor allem da er sein Schild am Anfang eines Phasenzykluses immer wieder auflädt. Ist der Tor besiegt, ist die erste Episode von Crash Company beendet. Also freuen wir uns auf einen Nachfolger, denn ich finde diese Map definitiv empfehlenswert.